3 Airfryer-Rezepte, die ihr bestimmt noch nie gemacht habt. Wusstest du, dass Blumenkohl im Airfryer schneller als im Ofen geht und dabei auch noch Energie spart? Zusammen mit der kühne Teriyaki-Sesamsoße ein perfekter Veggie-Snack. Halloumi-Burger. Hier machen wir sowohl den Käse als auch das Brötchen im Airfryer fertig. Ein bisschen kühne Flame-Roasted-Paprikasoße und schon habt ihr einen leckeren Burger. Herd und Ofen bleiben sauber. Und zum Dessert gibt's Churros. In der Heißluftfritteuse braucht ihr viel weniger Fett als beim Frittieren. Die Churros werden trotzdem richtig crunchy. Was macht ihr im Airfryer? Schreibt's mir in die Kommentare.